Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster in der Challenge. Die haben wir jetzt ja schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Oh, Belohnung einfordern. Wir haben den Bonus für einen ausgeglichenen Park. Den fordern wir natürlich ein. Sehr schön. Ist unvollständig, ja, das weiß ich. Deswegen machen wir den jetzt auch weiter. Ja, die letzte Zeit ist hier die Folge ja ausgefallen, da wir was wollte ich sagen? Wir haben ja die, genau, Winter Special gespielt. Jetzt fiel mir der Name wieder. Ich bin hier nebenher am Überlegen, wie ich Streckenführung mache. Deswegen war ich gerade ein wenig abgelenkt. So, dann machen wir hier ein leichtes Gefälle. So. Und machen hier eine Kurve. Die wir jetzt deswegen nicht weitermachen können. Weil wir einfach kein Geld haben. Wie sieht es denn mit den anderen Fahrgeschäften hier aus? Schauen wir gerade mal. Dum, di, dum, dum, dum. Da stehen sie noch an, das ist schön. Karre ist ja so teuer. Ist wirklich so teuer. Dann machen wir es mal 20 Cent billiger. So teuer wollen wir ja nicht. So, wie schaut es denn hier aus? Ist preiswert. Das heißt, da könnten wir noch mal 20 Cent auf jeden Fall hoch. Wilmot Rival steht schon ewig an. Ja. Sorry. Park könnte was größer sein. Ja. Ich arbeite dran. Es steht schon ewig an. Das tut mir wirklich leid. Müssen wir hier den Preis vielleicht noch was hochschrauben. Dann bauen wir erstmal hier weiter. Wir haben ja gerade wieder ein bisschen Geld gekriegt. Dumm, die dumm. 72 kostet ein so eine Schiene. Geht nicht, weil zu teuer. Okay. Nee, geht auch so nicht. Schade. Ich hätte aber gerne, dass das geht. Müssen wir hier doch eventuell noch... Hier jetzt was eindrehen. Hm.
Geht das jetzt nicht, weil es zu teuer ist oder weil es tatsächlich... Das ist hier die große Frage. Nicht genug Geld, ja. Es ändert sich hoffentlich gleich. Bitte einmal Geld einnehmen. Oh, da zieht in Erwägung zu kündigen. Parkübersicht anzeigen. Personal, da gibt es ja jetzt netterweise so eine schicke Übersicht. Fortbildung 187,50. Und dann kriegt er nochmal 10 mehr pro Stunde. Dem geben wir mal 5 mehr. So. Was denkt er sich denn so? Ja, Zufriedenheit ist so lala. Okay, jetzt müssen wir natürlich erst nochmal wieder ein bisschen ansparen. Chopper's Creek ist unvollständig, das hast du gut erkannt. Müssen wir das vielleicht so machen? Ah, es muss gerade sein, okay. Fallende, nein. Fallmittelteil, genau, das brauchen wir. Gibt es das auch in länger? Gibt es, haben wir nur gerade nicht genug Geld für. Kostet dann 108. Okay. Hier können wir noch ein bisschen Wasserspiele und sowas reinmachen. Muss ich mal schauen, wie man das hier... Das würde ich jetzt gerne so als bisschen als Hafengebäude dann machen. Wie gesagt, wäre schön gewesen, wenn wir das auf ins Wasser hätten setzen können. Aber das geht leider nicht. Wir haben immer noch nicht genug Geld. Jetzt hätten wir genug Geld, aber... Warum geht es da nicht? Ist das jetzt allein der Tatsache geschuldet, dass wir kein Geld haben, oder? Gibt es hier auch noch einen anderen Grund? Müssen wir mal warten, bis wir wieder was Geld haben. Dabei können wir eigentlich mal ein wenig hier die Gäste der Gedanken die Gedanken der Gäste lesen. Erfrischende Getränke. Wenigstens ist Toilettenblock billig. Wo willst denn du so schnell hin? Unfassbar Schlange, die World. Wow. Da kann man noch mal ein bisschen höher gehen. Können wir auf 7 Euro gehen. 7 Dollar sind das, glaube ich. Der Eintritt ist kostenlos, das hast du gut erkannt.
Wobei ich es ja doch noch ganz gern mal umstellen möchte, dass, dass der Park einmal Eintritt kostet und dann die Fahrgeschäfte kostenlos sind. Ja, sieht ja soweit alles noch ganz gut aus. Will hier keiner einkaufen. Gibt so schöne Hotdogs dort. Oh, das venezianische Karussell auf in Spiegelschrift. Hoppala. So, wir haben wieder Geld. Dann schauen wir mal, dass wir hier weiterbauen können. Ja, das war das Problem. Wir hatten nicht genug Geld. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Den brauchen wir. Machen wir so ein schönes Becken hier hin. Für das Ende haben wir mal wieder kein Kleingeld. Noch nicht jedenfalls. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Und dann können wir schön, denke ich, in so einem Bogen dorthin. Und dann ist die Bahn auch, zumindest mal die Bahn steht dann schon, dann fehlt natürlich noch die ganze Szenerie. Die fehlt hier ja auch noch so ein bisschen, da haben wir auch nur so die paar Felsen und da den Baum hingeklatscht. Hier könnte man eigentlich auch noch einen Balkon drunter machen. Fällt mir gerade so ein. Haben wir eigentlich noch was erforscht? Nee, haben wir gar nicht. Da müssen wir aber auch eher erstmal gucken, dass wir hier die fertig haben, bevor wir da eine Forschung starten. Ja, hier möchte man gestalten und kann nicht. Bewegt sich schnell, bla bla bla, okay. Ja, uns fehlt immer noch das nötige Kleingeld, um hier weiterbauen zu können. Das ist schade. Ah, und jetzt geht's weiter. So. Wasserbecken. Ende. Um, 72 ist nicht viel. Das können wir ein bisschen absenken. Um, 72 kostet, sind 66 Hammer und das ist nicht viel, so rum. Ah ja, Licht geht an. Es wird dunkel, 17 Uhr.
Was ich gerade mal gucken kann, wie lange hat denn der Park jetzt eigentlich offen? Von 8 bis 8. Nee. Dann machen wir mal bis um 11. Dieser Park war der Wahnsinn. Ich will gar nicht gehen, sagen zumindest 60%. Okay. Dann wird es hier nämlich auch mal dunkel. Schön. So. Da können wir weiterbauen. Mit einer leichten Neigung. Wir müssen eh tiefer. Da ist das Parkende. Dann machen wir mal einen kleinen Bogen darüber. Und dann hier rüber zu schwenken. Müssen wir noch ein bisschen tiefer, ne? Schade ist, dass ich hier keinen so startet einen Fall für das Boot. Nee. Dass ich hier kein Wildwasser machen kann. So, Wildwasserabschnitt. Und halt auch schade, dass ich es nicht ins Wasser bauen kann. Das ist jetzt schön, hier funktioniert das mit dem Licht. Das hatte ich beim Sandbox-Park zumindest gefühlt so, dass es da nicht dunkel wurde. Ist unvollständig, Herausforderung verfügbar. Erreiche einen monatlichen Gewinn von 500 Dollar aus Achterbahnen. Okay. Da wir noch nicht eine einzige haben. Warum will der das so nicht bauen? Doch, will er. Mach mal hier ein bisschen hin und her. So. Oh, war nur mal ganz kurz auf 77 und dann sofort wieder weg. Eh, nicht weniger werden. Mehr bitte. Mehr. Ich brauche nämlich Geld. Zusammenfassung zum Monatsende. Ja, da ist jetzt natürlich die Achterbahn oder die Wildwasserbahn mit ordentlichen Kosten dabei. Da wir ja das ganze Geld, was wir so einnehmen, gleich wieder verbauen. So, Edit. Oh, schon wieder weg. Als ich es gestartet. Ja, das war mal ganz kurz. So. Auch hier fehlt natürlich wieder das Geld. Das liebe, liebe Geld. Könnte es nochmal so einen Geldschub von 1000 Dollar gebrauchen? Für irgendeine getane Aufgabe. Hm.
Kann ich hier nicht automatisch fertigstellen machen? Nicht genug Geld. Was kostet der Spaß denn? 1, 2... So. Doch, das fügt sich doch ganz harmonisch da ein. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach nochmal gerade eine Testfahrt. Oder wir platzieren gerade den Eingang. Haben wir schon. Eingang mit Weg verbinden, Ausgang mit Weg verbinden. Eingang mit Weg verbinden, da machen wir... Zement, Stein, Holz. Nehmen wir mal so eine steinerne. Oder eine hölzerne. Die mache ich aber mit Geländer. Und Wegstützen, bitte. Die kostet auch. Winkelausrichtung. Nein. So. Machen wir das nämlich schön mit so einer leichten Schräge. Jetzt können wir die Winkel aus... Ja, oder lassen wir die Winkelausrichtung. Könnte ich natürlich jetzt noch mit einem Raster machen. Weil wir dann hier natürlich auch noch ein bisschen irgendwie mit so Gebäuden oder so arbeiten können. Müssen wir mal schauen. Was wir da noch Feines hinzaubern. So. Und dann machen wir... Dort die Warteschlange hin. Brauchen wir gerade noch den Ausgang. Den können wir hier, ups, nicht ganz so breit machen. So. Doch, so gefällt mir das. Machen wir gerade noch den Test. Setzen uns dazu natürlich dort rein. Und anschließend beenden wir dann auch die Folge. Aber dann haben wir heute schon mal ein ganzes Stück wieder geschafft. Aussicht ist ja so ganz nett. Ja, da kommt sie nochmal. Und dann der Park ein bisschen... Kann doch auch weiter nach hinten sitzen. Ah ne, hinten ist doof. Da hat man so ein Holz, so ein Kunststoffkopf davor. Ah ja, so ist aber nett mit leichtem Gefälle. Da hat man das Alpenpanorama. Dort ebenfalls. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir die gestalten. Ich denke mal, dass wir da irgendwie einen Berg oder sowas drumherum bauen. Teilweise auf jeden Fall. Und sonst irgendwie noch ein bisschen mit Holzgerüst oder so. Muss ich mal schauen, was mir da Feines einfällt. Und wie viel Geld wir haben. Das ist ja immer so das nächste große Problem. Oh oh, und jetzt geht es runter. Einmal nass werden, bitte.
Oh, herrlich. Und dann so in den Sonnenuntergang. Ein Traum. Doch, das gefällt mir. Ich hoffe, euch auch. Und gleich geht's wieder nach oben. Plätscher. Denken, wenn wir dann die hier haben, dann können wir in der nächsten Folge nochmal wieder eine Forschung starten. Dass wir wieder eine Attraktion bauen können. Achterbahn müssen wir ja auch noch bauen. Gibt viel zu tun. Ja, die Geräuschkulisse gefällt mir. Ups. Und das Alpenpanorama. Oh, einfach herrlich. Einfach herrlich. Ist ein ruhiges Fahrgeschäft, hat halt die zwei, drei Hügelchen da drin, aber es ist ja normal bei so Wasserbahnen. Viel mehr an Attraktionen gibt es da ja nicht. Okay, jetzt die zum Beispiel im Europapark geht teilweise durch einen Tunnel durch oder so durch so eine Diamantenmine ist das, glaube ich. Diamantenbergwerk. Müssen wir mal gucken, vielleicht kann man da auch sowas in der Art machen, zaubern. Die Fahrt ist relativ lang, muss ich feststellen. Hätte ich jetzt gerade gar nicht mit gerechnet. Und runter. Noch einmal nass werden. Ah, da kriegen die Leute was für ihr Geld. Bei der sind ja jetzt schon ein paar Minuten Fahrzeit, die man da hat. Leider zählt das hier nicht als Achterbahn, glaube ich. Und somit gibt es dafür natürlich auch keinen Bonus. Doch, momentan, ja, es ist halt noch das Rohgerüst, aber ich denke mal, das wird eine recht schicke Bahn werden. Muss ich nur mal schauen, wie wir die gestalten. Ideen habe ich so ein paar oder einige. Ist hier immer natürlich die Frage, wie lässt sich das Ganze finanziell umsetzen? So, und damit wären wir wieder in der Station. Wie viele Wagen brauchen wir denn? Anzahl der Wagen. Machen wir mal 10. Muss ich es jetzt nochmal testen? Schade, muss ich. Testen wir mal im Schnelldurchgang. Dass wir das jetzt zumindest noch öffnen können. Ist ja wie am Fließband. Abfahrtsintervall machen wir mal 10 Sekunden. Und Station nicht blockieren, natürlich. Dass sie nicht ganz so am Fließband da fahren. Aber jetzt für den Test ist das natürlich erstmal nur, dass die halt da durchkommen.
So, und öffnen. Dann können wir auch wieder auf normales Tempo gehen. Was soll denn das Ganze kosten? Da können wir ruhig mal auf 11 Euro gehen, glaube ich. 11 Dollar. Wieso sage ich immer Euro? So, ist wirklich preiswert. Schauen wir mal, ob die dabei bleiben. Wenn ja, müssen wir natürlich den Preis noch hochsetzen. Ich sage dann jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Sandbox-Mode wieder mit dabei oder halt übermorgen hier in der Challenge. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.